Hallo und herzlich willkommen zum Review des Scout Troopers und Speederbikes von KZ. Das Set habe ich bei AliExpress für knapp 12 Euro bestellt. Die Lieferung hat über einen Monat gedauert und alle Teile waren vollständig vorhanden mit ein paar extra Parts. Das Set ließ sich ohne Probleme aufbauen, hat sehr viel Spaß beim Aufbauen gemacht. Und es lässt sich auch wunderbar bespielen und macht, denke ich mal, viel Spaß. Es sieht sehr gut aus. Leider hat es im Vergleich zu dem Lego Original Set ein paar unterschiedliche Brauntöne. Der größte Nachteil vielleicht an diesem Set, wie man sieht, viel unterschiedliche Brauntöne. Ein weiterer Unterschied zum Original Lego Set sind diese silbernen Schläuche. Die im Original schwarz sind und nicht silbern. Ein Pluspunkt hingegen ist diese Bedruckung, die im Original nur als Sticker vorhanden sind. Hier sind alle Teile bedruckt ohne Sticker. Ansonsten ist das Set auch sehr stabil, lässt sich wunderbar handeln. Die Kanone funktioniert auch einwandfrei. Schießt sehr gut. Ansonsten ist die Bedruckung auch okay, leider nicht immer perfekt und sauber, aber vollkommen ausreichend. Leider sind manche Teile wie hier nicht sehr sauber gegossen und haben kleine schwarze Einschlüsse. Auch ein paar Kratzer auf den Steinen sind auch enthalten. Im Großen und Ganzen kann ich dieses Set nur empfehlen. Und würde es auch wieder kaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich noch über ein Like und ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal.